Was ist der Verstorbenen genau passiert? Was wird da heute genau verhandelt? Am 21.03. wurde sie leider abgeschlachtet. Das muss man in dieser Brutalität sagen. Er hat mehrfach mit einem Messer in ihren Hals gestochen. Und dann, als sie schon am Boden lag und ein weiteres Behandeln unter Anführungszeichen nicht mehr erforderlich war, hat er noch mehrfach auf sie in den Brustbereich eingestochen und sie hatte einfach keine Chance. Weiß man etwas über die Hintergründe dieser Tat? Ich gehe davon aus, dass es ein Streit am Ende der Beziehung war. Das heißt, er wollte möglicherweise noch mit ihr die Beziehung fortsetzen. Für sie war aber klar, dass das keine Zukunft hat. Sie war ja in einer mehrjährigen Gewaltbeziehung mit ihm. Er ist ja deswegen auch verurteilt worden. Und sie wollte einfach endlich raus aus diesem Martyrium. Und ich denke, das hat ihm wohl nicht gepasst.